Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir auf jeden Fall in Richtung Dungeon aufbrechen. Habe auch ein bisschen was vorbereitet. Habe es, soweit ich weiß, hier drin liegen. Genau, mal die 5 Kisten. Aber bevor wir das machen, wollen wir auf jeden Fall nochmal schnell Soundcraft machen. Ich habe auch geschafft, dass mein Zauberstab mal voll ist. Mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwas Vernünftiges hin, was man brauchen könnte. So, wir haben, ich habe noch ein paar Research Notes da liegen. Das hat einen Grund, warum dass ich nochmal zeige. Wenn man es zu oft gemacht hat, in was für einer rasenden Geschwindigkeit das geht. Und ich habe auch schon einige Sachen jetzt erforscht. Einige ist gut. Also ich glaube, ich habe 4-mal mein Inkbeutelchen leer gemacht. So, dann haben wir hier Terra. Terra ist immer Sano. Dann sind wir bei Ordo. Hier ist es Motus. Dann sind wir ebenfalls bei Ordo. Oh, mein Scribing-Tool ist leer. Kommt mir total unbekannt vor. War vorhin so schnell, da habe ich gar nicht geguckt, wie schnell das leer ging. So. Instrumentum, ich habe noch 300, aber na, jetzt gehe ich hier auf Instrumentum. Ich gehe da nicht, weil da muss ich erst noch auf Auto. So, dann habe ich jetzt hier Instrumentum. Ordo. Ordo, Instrumentum, Ordo. Und zack, fertig. In dieser Geschwindigkeit forsche ich mittlerweile. Was haben wir denn noch? Node Catalyzation. Ah, Forbidden Knowledge. Das bleibt auf jeden Fall mal da, erstmal dort. Ich merke das gerade. Wie oft, dass ich das schon verwendet habe. So, wenn man es jetzt zum Beispiel jetzt nicht weiß, Aqua, okay, ich weiß, man kann jetzt wieder das Victus machen. Ich will aber eigentlich in Richtung R. Muss ich aber mal gucken. Arbor. Ist das da? Gut. Dann gehen wir dahin. Dahin. Motus. Ordo. Ja, man muss nur wissen, wo man hinkommt. Dann habe ich jetzt hier Motus. Dann habe ich hier auch schon wieder Ordo. Und Instrumentum hat wieder mehr. Bei Aqua habe ich bis jetzt noch nichts. Motus. Ordo. Und man muss, es ändert sich ja immer. Was man halt in dem Pack hat, am meisten, wie gesagt, bei mir ist es Ordo und Instrumentum. Genauso wie eigentlich Fabrizio. Und jetzt habe ich noch die Feder. Wenn man es dann eigentlich jetzt hat. Feder, Luft, Motus. Luft, Motus, Ordo. Luft. Motus. Auto. Fertig. Jetzt verdoppelt? Nee. So, und da haben wir jetzt Feuer. Feuer ist auch ganz einfach. Potentia. Auto. Auto. Potentia. Instrumentum, fertig.
So. Das waren mal schnell drei Stück. Und dann schauen wir uns mal schnell an, was ich alles gelernt habe. So, Proven Grafter. Better than a Bronson Grafter. Und Saumium Grafter. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall schnell nochmal hier rein, weil den möchte ich auf jeden Fall noch haben. Den machen wir. So, wir gehen mal schnell durch. Also, da habe ich jetzt bis Node in der Jar gemacht und Master Node Tapping. Das ist die Research Duplication. Die hat mich bis jetzt noch nicht interessiert, weil ich ja eigentlich die Seiten nicht publizieren muss. So, Saumaturgie. One Focus 9 Health, One Focus Shock, Frost, Excavation, Excavation ist das Tauschen. Hey. Das hat irgendwas mit Erde zu tun. Das hat was mit Fokus zu tun. Ja, ich müsste sie eigentlich alle machen. Das ist, ja, aber das ist schon wieder verbitten. Thunder and Lightning. Equal Trade machen wir auch noch mit. So, bei der Alchemie habe ich, jetzt muss ich mal schnell noch gucken. Ich habe auf jeden Fall schon mal erforscht den Great Wood, den Reed Wand habe ich noch nicht gemacht. Kann sein, dass ich den noch machen muss. Dann habe ich No Stabilizer drin. Ich habe die Saumium Wands. Ich habe die Gold Wands. Silber und Kupfer habe ich jetzt nochmal weggelassen. Dann habe ich hier Node in der Jar. Unwarded Jars and Labels. Dann habe ich mir alles soweit schon mal erforscht, damit man eventuell aus dem Essentia Distillation kann ich es Crystallation machen, also Kristalle erzeugen. Alchemical Centrifuge, die machen wir auch noch mit. Dann haben wir natürlich die beiden Alumentums, sonst hätte ich dann nicht rübergehen können. Darunter habe ich nichts mehr gemacht. Hier könnte ich jetzt sozusagen noch Kohle in Charcoal und Wasser in Eimer füllen, aber brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir hier in der Abteilung, habe ich gemacht Googles of Revealing. Das hat mich nicht interessiert. Dann Enchanted Fabric, Boots of Traveler. Irgendwie kommt mir das so vor, als die da noch eine Rüstung fehlen, aber. So, Lamp of Fertility und Lamp of Growth. Die machen wir auch noch schnell mit. Also wegen aufpassen, wie hier im Verbinden. Die Tür ist wichtig. Immer mitmachen. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Weil die Tür macht einiges auf. So, hier habe ich den Wooden Golem gemacht. Das Water Upgrade und den Harvester Upgrade. Oder Core. Ja, meine anderen Packs kennst, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Komm ich bestimmt noch drauf. Da habe ich hier mit dem Stein Golem gearbeitet, weil die haben ja zwei Knöpfe. Ja, den auch. Fleischgolem. Und die Brille. Da kann er weiter gucken. So, hier haben wir gar nichts gemacht. Somic Basis habe ich auch nichts gemacht. Kenne mich zu wenig aus. Kommt später. Wie gesagt, hier habe ich jetzt den Scoop gemacht und den Grafter. Und dann habe ich hier gemacht das Electric Scribing Tool. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Davon brauche ich vier Stück und das HV-Tier. Okay, so weit bin ich noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall was wir wollen.
So, dann haben wir die Electric Googles of Revealing. Electric Boots of the Graveler. Ja, das kommt dann auch noch irgendwann. Da habe ich, glaube ich, noch gar nichts. Genau. Ja, da auch nichts. Da dürfte ich auch nichts haben. Auch nichts. Die Tür. Die Tür ist wichtig für hier, vor allem. Also das heißt, wenn wir auf Applied gehen. Und wie gesagt, für noch zwei Sachen. Die habe ich aber schon wieder vergessen. So, dann haben wir hier Warp-Theorie. Witching Gadgets habe ich auch nichts mehr gemacht. Witchery habe ich nichts mehr gemacht. Vor allem, wie gesagt, ich muss halt aufpassen, wie hier den Forbidden. Und bei GT kommt noch der Ender Tank. Und Lava Crystal machen wir auch mit. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich den Lava Crystal brauche, um an Auto Repair ranzukommen. Den brauchen wir auch noch. So, wir nehmen jetzt mal das Papier. Und dann gehen wir schnell nochmal durch. So. Auto, Auto, Instrumentum, Potentia, Auto, Auto, Instrumentum und Fabrizio. Bin mittlerweile von mir selber erschrocken, wie scheiße schnell das ich bin. Ja, wie gesagt, wenn man dann wieder reinkommt, Man hat dann ungefähr seine Tricks drauf, dass man weiß, okay, wo ich hin will. So, jetzt habe ich auch zum Beispiel gerade Desta umgangen. Auto. Motus. So, Instrumentum. Auto. Instrumentum, Instrumentum, Instrumentum. Was ist Mechanik? Motus. Ah, mit dem. Aber habe ich denn eigentlich noch Verbinden drin? Vor lauter Eile und schnell. Das ist wieder die Bezeichnung Luft. Luft hat Bewegung und begibt sich in Ordnung. Potentia. Potentia. Auto. Auto. Instrumentum. Permutatio. Auto. Instrumentum. Mittlerweile von mir selber, Leute. Ja, dann haben wir hier genau Herba. Herber geht in Leben über. Super, haben wir schon mal den fertig. Lux ist Luft. Also haben wir hier Luft. Dann haben wir hier Terra. Moment, jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Es kann sein, dass ich es gleich ändere. Ja. Habe ich auch nicht gerade wenig. So, dann haben wir jetzt dann hier. Wieder. Auto.
Dann habe ich hier noch Motus. Und nochmal Luft. Habe ich noch das. Okay. Und das letzte noch drei. So, die Dunkelheit geht wieder in. Tester über. Ach, schon gar nichts mehr, das ist ganz schlimm. Ja. Man sieht es ja gerade, ne? Also ich bin der Meinung, das brauche ich euch dann nicht mehr zeigen in Zukunft. Da zeige ich euch lieber dann andere Sachen. Den uns wegmachen. Fertig. Okay. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein interessanter. Das ist jetzt Futter. So, Futter. Das da. Ja, wie gesagt, wir sind wieder auf dem Weg Richtung Ordo. Dann haben wir hier auch wieder was da. Ordo. S. Potenzia. Ordo. Metallum. Ist da, das sind wir auch schon wieder bei Ordo. Mal auch durch. So, die Eule. Luft. So, dann haben wir noch dieses komische Gewitter. Das sind die Zahnräder. Die Zahnräder sind Instrumentum. Fertig. Und den letzten. Da war ich wirklich schlimm, Leute. So, das haben wir jetzt so verbunden. Da sind wir schon bei Ordo. Da sind wir schon bei Ordo. Instrumentum. Fertig. Euch. Klack. Oh, schauen wir mal. Jawohl. Also, machen wir doch nochmal. Weil, wie gesagt, das ist wichtig. Haben wir halt nochmal eine Folge, wo man sozusagen Soundcraft machen. Aber am Schluss laufen wir Richtung, in dass ihr dann auch eure Freude habt. 100 Pounds nehme ich auch noch gleich mit. Ist das verbitten? Okay. Ender Chest. Nether Star Plate. Ja, genau. Alles klar. Enderium Plate. IV-Emitter, okay. Silky Jewel. String Goldfolie.
Okay, das geht ja noch. Gibt Sachen, die gehen noch. Die sind nicht übertrieben. Juhu. So, was haben wir dann? Portable Hole haben wir hier. Lukrum war wieder genau, das war wieder. Aim. Mittlerweile dauert es bei mir immer am längsten, das Zeug zu suchen. Motus. Ado. Lalalala. Sei suchen dauert länger. Das war der da, genau. Aber ist echt. All. Okay, dann haben wir den da auch. Ordo. Nochmal Ordo. Und Abwechslung. Okay. Ich find es mittlerweile lustig. Ordo, 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 Orko. Jetzt sind wir bei He-Man. Instrumentum, 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 Instrumentum und Instrumentum. Okay, oh, ich hab mal was Neues. Hab mal was Neues. Die Reihe Hammer. Bei Wasser war's Leben. Habe ich noch irgendwas, wo Wasser drin ist? Super, Wetter. Jetzt noch was, wo Wasser drin ist. Wo ich ein bisschen mehr habe. Gib mir Wasser. Wasser, Wasser. Will Wasser haben. Hab kein Wasser. Auch ich. Ist das das Einzigste, was Wasser hat? Ja. Mal Abwechslung reinbringen. Nee, aber mache ich auch nur, weil ich jetzt da noch mehr habe als vom anderen. Mach mal das da. Dann haben wir hier noch Potenzia. Durch. Dann die Aliens, das war auch. Ja? Nein. Was falsch? Aber ich habe zweimal das richtige Symbol gehört. Ja, ich bin erst lustig, ich weiß. Der Weg oder was ist das? Travel, ja. Travel besteht aus Erde und Motus. Ja, haben wir Motus. Motus und Motus.
Dann haben wir hier. Auto. 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 Okay, wieder leer. Alles da. Ich mag's. Ich mag leer. So, und jetzt haben wir hoffentlich den vorletzten. Ich will noch einen. Eine Seite haben wir ja auch noch. Okay, also dann haben wir wieder was da. Ja. Falsch. Haben wir dich. Fotos. Auto und Motus. Auto, fertig. Wie gesagt, es ist bei mir noch nicht so schlimm. Ich höre jetzt ab und zu Herzklopfen. Das ist, glaube ich, der erste Warp, den wo man hat. Also das erste als negativen Effekt. Oder wobei, es gibt auch welche, die sind positiv. Es gibt ja auch welche. Da kriegst du dann auf einmal Wissen zugeflüstert. Das könnte aber auch sein, dass der noch davor kommt. Dann wäre ich sogar schon bei Stufe 2. So, und genau. Warding war der nicht, in den ich wollte. Wird vor allem gleich lustig werden, wenn ich sehe, was ich dafür brauche. Das Hirn brauche ich Feuer. Dann habe ich Potentia, Simba, Ordo. Und Momentum bitte. Gar nicht, ob ich die ganzen Dinge überhaupt brauche. Aber am Schluss richte ich dann den Ding ein, ne, dass ich dann nicht so viele Aspekte verliere oder die wieder aufgefüllt werden. Brauche ich danach nicht mehr. war das nicht gleich Instrumentum? So. Gehen wir auch hier hin. Da trifft mich jetzt der Schlag. Netherquarz. Ich brauche Order Crystal Cluster. Quicksilber. Ah, okay. Nether Starlands. Ich hab's gewusst. Irgendwo wird was Böses sein. Okay, und dann ist es vor allem auch Infusion. Was kostet mich eigentlich die Infusion? Das ist jetzt. Ups. Das ist auch noch sowas, was interessant ist. Ich glaube, da ist die Seife. Genau, da ist die Infusion. Haha, okay, Ender Eye. Eye of Ender. Also das heißt, wir brauchen definitiv jetzt auch hierfür eine HV-Maschine. Und 40. Dafür brauche ich auf jeden Fall auch den nächsten Wand. Muss ich mal schnell gucken. Soundcraft, Wands. Der hat 25, der hat 50. Der Gold Banded Great Wood Wand. Saumium hat den. 150. Also 25 ist der Iron. Wenn ich dann den mache mit Gold, ist er, glaube ich, auch ein bisschen besser. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich kann den auf jeden Fall mit Eisen, also ich kann den da machen mit Eisencaps.
Dann bin ich, glaube ich, bei 30 oder bei 35. Da muss ich dann Gold draus machen. Habe ich dann den. Dafür brauche ich aber genau. Da muss ich dann den Lich killen. Goldcaps und Stainless Steel. Okay, aber den haben wir schon. Und ich brauche 30, ne? Darum am Anfang mit überlegt. So, das heißt, ich brauche jetzt erstmal Great Wood. Den holen wir uns schnell. Den haben wir ja da vorne liegen. Machen wir schnell mal einen Zauberstab leer. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich. Die Frage ist ja. Jetzt Iron Caps. Iron Caps zu machen ist ja das Wenigste. Iron Cap. Genau, Iron Cap, Great Wood Wand. Ah, okay, da muss ich auch schon ein Lichblatt machen. Also Lichklatschen haben wir auch jetzt demnächst noch vor uns. Davon muss ich aber nochmal Naga killen, weil Naga. Die Naga muss ich sozusagen entweder vanillamäßig killen. Ich glaube mit dem normalen Bogen. Oder ich muss sie mit dem Schwert killen. Aber ich habe die Trophy nicht bekommen. Also wenn ich jetzt hier hingehe, ne, man soll ja in die Achievements immer gucken, da hat man hier Twilight. Da finde ich jetzt gerade Sachen, die habe ich noch nie entdeckt. Achso, Twilight. Genau. Naja, also wenn man was geschafft hat. Ich dachte, meiner Meinung nach tot Taken. So, Taken. 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 Okay, ich glaube, ich habe den noch nicht getaked. Das heißt, wir gehen zuerst in Twilight. Dann legen wir mal dich rein. Legen wir meinen Zauberstab rein. Und ich habe meinen Great Wound Rod. So, und der ist fast wieder leer. Heißt, wenn ich jetzt was auf die Nase hau. Agatrophy. Den meisten wird es, glaube ich, zwar scheißegal sein, ob ich laufe oder nicht laufe. Also, wie gesagt. Kurzstrecken werde ich laufen, Langstrecken, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich muss da und dahin, werde ich mich tippen. Beziehungsweise, ja, mein Glider, ein Medikopter, das ist ja auch noch das, was wir brauchen. Das wird das nächste sein. Das heißt, wir könnten den Lich sozusagen von oben gleich kalt machen. Habt ihr weniger Spaß, ne? Ja, das ist einfach raufliegen, mit dem Rapier draufhauen. Dann ist das Viech tot. Und gut ist, vielleicht machen wir es zweimal. Nein, für Eichhörnchen kill ich nicht. Könnt hier ein Reh oder ein Wildschwein mal vorbeilaufen. Könnt auch hobbeln. Da ist ein Hirsch. Hey Hirsch, komm mal her. So. Alles gut? Hoffe, dass es geklappt hat.
Will the portal to the Twilight? Twilight arrived? With fire rights, craft the magic map. Wie gesagt, mich ordnen. Aber hier ist ja auch der Pfeil nicht grün. Ah! Pfeil nicht grün, weil. Ja, genau. So, schmeißen wir jetzt nochmal auf den Boden. Hagerhunter! Da hatte ich davor einfach noch nichts gekillt. Okay. Deswegen habe ich es mitgenommen. Schön, ne? Ja, das heißt, man muss nämlich die Achievements, das ist nämlich wichtig, haben, damit man, ja, sich sozusagen dem nächsten Gebiet nähern kann. Jetzt ist diese komische Map. Black Magic Map. Blank Maze Map. Map. Magic Map. So, was hat er jetzt gesagt? Mein nächstes Achievement ist. Magic Map. Brauche ich bestimmt. Brauche ich bestimmt noch ein Soundcraft-Zeug. Das habe ich nämlich. Da habe ich nämlich nichts gemacht. Da ist keine Magic Map. Magic Map. Braucht Torchberries, Ravens Feder. Das Schlimme wird jetzt sein, mir fehlt jetzt bestimmt der Glowstone. Gibt es hier irgendwo Glowstone, wo man finden kann? Ja, aber da will ich nicht hin. Das heißt, wir machen uns mal schnell die Map. Ich wollte ja einen Dungeon. Ich wollte zwar das Level, zweite Level von uns machen, aber wir wollen ja auch mit den Zauberstäben weiterkommen. Also heißt es jetzt für mich, wir machen erstmal. Wir machen uns jetzt erstmal die Map, dass wir den Lich finden und gehen bei der nächsten Folge in den Dungeon vom Lich rein. Und zwar von unten nach oben. Das wird sowieso scheiße gefährlich. Okay, so. Das heißt, ich brauche jetzt einen Glowstone. War jetzt Glowstone, Desta und Desta. Und ich habe jetzt die Magical Focus. Muss ich mal schnell schauen. Gibt es da eigentlich auch beim Twilight irgendwelche? Ja, also da muss ich hin. Nö. Und wenn ja, habe ich es nicht gesehen. So, aber ich brauche weder das, ich brauche nicht das. Meinen Spaten kann ich wegpacken. Builder's Wand brauche ich nicht. Schüssel brauche ich nicht. Wrench brauche ich hoffentlich auch nicht. Stonebricks brauche ich nicht. Iron Chests könnte ich mal mitnehmen. Aber da reicht mir eine.
So, und zu guter Letzt, der Jack war nämlich fleißig. Wie ihr nämlich hier seht, habe ich hier meine Drying Racks aufgehängt. Hab die durchlaufen lassen. Es hat so ein... Ja, schön. Habe ich wieder gut gemacht. Ja, einfach zwei Wax und Tanned Leather in die Forming Press. Der Chest. Einfach zwei Tanks ins Inventar. Dann so ein Sleeping Bag. Im Inventar haben wir dann nochmal gleich einen neuen gebaut. So, und jetzt haben wir den Advantages Backpack. Den nimmt man jetzt in die Hand und drückt es drauf und jetzt hat man aufgezogen. Und dann muss man sich eine Taste vergeben. Bei mir ist es die Num Plus. Und das heißt, ab jetzt habe ich ein Crafting Grid mit dabei. Und was viel wichtiger ist, ich habe meine wichtigsten Werkzeuge jetzt dabei. Frag mich, wenn der erste sagt, hey, was mache ich denn jetzt? Sogar das weggepackt. Also. Heißt jetzt, du kommst. Nein, nicht du. Du kommst jetzt da rein und du kommst jetzt da rein. Ja, und jetzt seht ihr, dass bei mir hinten der Wirecutter hängt und unten drunter der Screwdriver. So, und wenn ich jetzt den Wrench nehme und ich mache Nicken nach unten. Dann habe ich immer das Werkzeug, was ich in der Hand hatte. Also ich kann die jetzt sozusagen alle drei tauschen. Das kann ich aber auch mit allen Werkzeugen machen. Ich könnte zum Beispiel auch jetzt hingehen und sagen, okay, ich packe jetzt den Cleaver rein. Und hab dann da meinen Spaß. So, aber Salmonamekan brauche ich definitiv nicht. Leafmans. Auch heute Punkte. So, darf ich jetzt die Achievements angucken? Auf dem Magic Map. Problem ist, das ist bestimmt total einfach. Und mir fällt es gerade nicht ein. War das einfach nur eine Map? Blank Magic Map? Keine Ahnung. Tag. Schön. Eine Quest voll. Okay. Also machen wir mal Vanilla. Das sehe ich jetzt nämlich gerade. Glaubst zwar nicht, wenn die das mir anzeigen. Ich vermute, dass das in Soundcraft drin ist. Erst gleich sehen. Wenn nicht, werde ich es bis zum nächsten Mal wissen. Definitiv. So. Gibt es eigentlich auch? Im
Distillated, ja, mit 100. Damit. Ah, nö, das ist scheißegal. Nö, dafür wird mein schönes destilliertes Wasser nicht verschwendet. So, den Helm mal gleich da reinschmeißen. Ja, es ist mir Wurst. Jetzt schaue ich dann doch nochmal aufs Insomniacon. Beziehungsweise ich gehe mal schnell dann da rein. Ravensfeder Torchberry Glowstone Dust. Ich hatte ihn einstecken. Torchberry? Ach, den nimmt er mir weg. Darum. So, das heißt, wir gehen jetzt mal schnell zu den Portale. Weil, wie gesagt, eine Rabenfeder haben wir hier noch. So. Ich habe gewusst, dass es irgendwas war. Ja. Ein Paper Stack. Ach, 64 Seiten. Okay. Auf 64 Seiten. Herzlichen Glückwunsch. Dann hätte ich gesagt, die bereite ich dann bis zum nächsten Mal vor. Hoffe, dass ich die noch habe. Sonst wird es witzig. Hoffe, dass ich da oben noch Sugarcanes habe. Dass ich die einfach nur nicht mitgenommen habe. Wenn ich keine habe, habe ich ein Problem. Aber in der Werkstatt. Okay. 64 Stück. Bin mal gespannt, wie man den Scheiß herstellt. Ja, das machen wir dann aber das nächste Mal. Denn jetzt fällt es schon wieder rum. Ist der Wahnsinn. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Videos, die euch angezeigt werden. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, werde ich mich auch freuen über ein Abo. Und wenn ihr noch Anregungen und sonstiges habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bis ins nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.